kannte ich vorher noch gar nicht. Und deshalb, ja, da würde ich gern bleiben, ein bisschen mehr zuhören und dann werden diese Leute weiter nach links gezogen. Und das ist halt eben genau die Strategie, die immer Sehr gut. historisch am besten funktioniert hat. Wenn die Also, Gesellschaft du einfach ziehst immer Leute? progressiver wird, dann müssen auch die Rechten irgendwann mit ihrem Geschwurbel sich immer hinten anschließen und versuchen, so ein bisschen mitzuhalten. Deswegen haben wir auch heute bei der AfD-Spitze eine lesbische Frau, die im Ausland lebt und ein Kind adoptiert hat mit ihrer Ehefrau. Toll, Weißt du, weil die das auch ist irgendwie mein mithalten wokes, müssen, weil mein die ganze wokes die andere Herz, Gesellschaft, und deswegen ist das die mein beste wokes Herz, Strategie, mein wokes Herz um jubelt, echt. politische Einflussnahme zu betätigen. Das heißt, man versucht immer weiter einfach die Ah. Menschen, die sowieso schon politisch einem nahe sind, nach links zu ziehen, weil Ich die dann auch verstehe. wieder die nächsten Ich nach links verstehe. Ja, ziehen aber und das so macht weiter man ja und so nicht, indem fort. man Leute gleich wegbannt, So, und ne? die. Und Das macht man ja nicht, indem man Leute wegbannt. Also, wie willst du Leute erreichen, wenn du die ständig wegbannst? Und das hat Erwin ja eben auch gesagt, dass einfach Leute zu Lara rübergehen in den Chat und sehen, sie sind dort einfach gebannt. Ne? Also, das widerspricht ja dem, dass du Leute erreichen willst, wenn du einfach Leute gleich wegbannst, ohne dass sie irgendwas schreiben können. Es Ja, widerspricht ja sich komplett, wenn du ständig Bannlisten hast, wo du Leute sofort wegbannst, weil sie in dem und dem Chat sind. Also das widerspricht ja dem, was er sagt, er will Leute erreichen, ne? das stimmt ja auch Also so ein das ist bisschen. ja Also das ja, genaue Gegenteil. er will Leute erreichen, aber Leute, die eh schon so links sind, aber zu dieser Woke-Ideologie neigen, die will er komplett da einbinden und in ihnen auch dieses Kai-Schmidt'sche Politikverständnis wecken. Also er will Homogenität in der eigenen Community erzeugen. So könntest du es sagen. Und die eigene Ja. Community natürlich im eigenen ideologischen Fahrwasser auch noch vergrößern. Wie gesagt, es geht diesen Ja. Leuten nicht darum, die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, sondern es geht darum, die Eliten der Gesellschaft auf ihre Seite zu ziehen. Das ist übrigens genauso wie im Neoliberalismus. Auch die Neoliberalen haben nur darauf gesetzt, die Eliten auf ihre Seite zu ziehen. Es gab in der Bevölkerung nie einen neoliberalen Konsens. Trotzdem haben wir eine neoliberale Hegemonie seit 40 Jahren. Ja, und das ist ja auch, das sagt ja Morf auch, das ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, dieses neoliberale Denken, weil ja durch diese neoliberale Politik immer wieder Leute hervorkommen, die das zwar nicht wollen, aber die halt von System so gepolt werden, dass sie eben darauf fixiert werden, dass sie doch diese neoliberalen, ne, letzten Endes Gedankengänge und sich dementsprechend auch, ja, dann irgendwann an der Spitze stehen und selber dann wiederum diese neoliberale Idee weitergeben, ne? Also es ist ja eine sich selbst, also diese Ideologie erzeugt ja solche Leute immer wieder. Deswegen, und diese Leute kommen ja dann auch immer wieder an die Spitze. Also es ist ja klar, dass das sich selbst verstärkt, diese Ideologie, diese Neoliberale. Weißt du, was ich Also, meine? ja, ich weiß absolut, was du meinst. Falls ihr euch für Wirtschaftspolitik interessiert, dann lest die Bücher von Rainer Flassbeck. Das würde ich euch dann empfehlen. Also, ja, ansonsten lest euch Bücher über geschichtliche Ereignisse durch. Also jetzt im Nahen Mittlerer Osten ist Michael Lüders vor allem gut. Also, ich habe da jetzt kein Top-Buch, was ich jedem empfehlen würde, aber kommt darauf an, wofür euch interessiert. Und es gibt nicht Sehr nur viele. Nazis und Linke, Erwin. Es gibt auch eine ganze Menge dazwischen und die werden hier auch nicht gebannt. Aber die erkennt man auch daran, dass die Ich. nicht irgendwie transfeindliche Sachen, ausländerfeindliche Sachen schreiben oder so, sondern die schreiben höchstens sowas wie, ja, sollte der Mindestlohn nicht bei 9 € sein? Ich fände das vernünftiger. Oder sollte nicht irgendwie die Spitzensteuersatz irgendwie bei 60% liegen? Das wäre besser. Da finde ich die Meinung von den Linken ein bisschen übertrieben. Dada, ihr habt eine Und solche Trans. Leute werden selbstverständlich nicht gebannt, das sind keine Dada. Nazis und mit denen kann man diskutieren. Dada, ihr. Kannst du mal kurz Pause machen? Mitstimme schreibt gerade, er möchte Volkslehrer spielen. Wer nicht zuhören will, wird aus der Klasse geworfen und aus der Gruppe entfernt. 10 Jahre hat das sehr erfolgreich funktioniert, deshalb glauben sie, so weitermachen zu können. Herr Tesseller. 100%. Ja, aber mittlerweile, ja, ich glaube mittlerweile, und das haben wir halt auch Leuten wie KuchenTV und so zu verdanken. Ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, aber die haben das sehr gut aufgedeckt, ne? Auch Jay Riddle und wie sie alle heißen. Die haben diese Woke-Ideologie ziemlich entlarvt, Montana Black. Das ist das Beste auf jeden Fall, was passieren konnte, dass sie mal da ein bisschen aufräumen und zeigen, wie diese Leute vorgehen. Auch der breiteren Masse das zeigen, ne? Ja, Finde ich war ja, ja. wichtig. Deswegen ist dieser Schuljoka-Streit auch so relevant, weil die Wokisten hier dabei sind, eine schwere metapolitische Niederlage zu erreichen. Und das merken sie auch selbst. Also sonst würden sich ja nicht Bundestagsabgeordnete und die Amadeo-Antonio-Stiftung oder große Medien mit Schuljoka solidarisieren. Also wenn das irrelevant wäre. Das hat schon eine gewisse Relevanz. Also die Wokisten sind richtig stark in die Defensive geraten. Und das ist was, was wir nur unterstützen sollten. Ihr habt eine Trans-Streamerin gebannt, weil sie sich nicht von Nicht, mir weil sie trans distanziert. ist. Weil sie sich nicht So, von und mir nee, Erwin. distanziert.
Amaya, also wieder das gleiche Spiel, wie schon im ersten Teil unserer Reaktion, Amaya darf sich jetzt nicht auf ihre Opfergruppe berufen. Das dürfen nur Leute, die den Woken treu ergeben sind. Und Amaya ist ja dann an diese Woke-Seite gewechselt später. Die hat sich dann ja gegen Proletopia gewandt. Und ja, dann waren die Woken. Ja, die ist dann, die ist dann jetzt mittlerweile komplett drin da, ne? Hm. Nee, du kannst da nicht ewig drauf rumreiten auf der einen Streamerin, die gebannt wurde. Das ist ja wohl die Höhe. Ja, aber es zeigt, wer ihr seid, ey. Aber okay, ist ja in Ordnung. Ist okay. Das zeigt, wer wir sind. Definitiv. Tut es, ja. Und der Punkt ist einfach, beschäftig dich, nachdem du nicht mehr reden willst, beschäftig dich mit deiner Sache, ja? Gebe ich dir mit. Schau mal, auf welche Art Wokismus spezifisch. Kent the Brain schreibt gerade im Chat, jeder, der sich, der noch zwei Gehirnzellen hat, bemerkt, was die Walkies veranstalten, das mag schlimm, aber die Frage ist, was man daraus schlussfolgert. Schlussfolgert man daraus nun, die AfD zu wählen und hier eine rechtskonservative Politik einzuführen, oder schlussfolgert man daraus wieder zurück zu einer linkskonservativen Altlinken, nennt es wie ihr wollt, Politik zu gehen? Und das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir beantworten sollten. Also manche ziehen ja auch daraus die völlig fehlgeleitete Schlussfolgerung, dann die CDU zu wählen oder so. Also eine Partei, die sich dem Wokismus überhaupt nicht entgegenstellt. Ausgenutzt wird von Kapitalisten, dass sie ihre Politik machen können. Glaubst du ernsthaft? Ich kenne mich damit nicht aus. Ah, du kennst dich aus. Gut, okay. Das freut mich. Ja. Aber vielleicht glaubst du ernsthaft, dass das Zuschauer. Dann die Lösung ist, ja, dann einfach nicht mehr woke sein, in Anführungszeichen? Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man einfach sich nicht Wokismus zu einem Sport macht, um andere zu canceln, Dara. Sondern es geht, darum, woke zu sein und Menschen zu helfen. Nein. Woke sein bedeutet Menschen helfen, nicht andere Menschen ausschließen, Dara. Das ist der Punkt, das musst du verstehen. Wir haben hier eine tolle, inklusive Community, und wenn du ein Nazi bist, bist du halt nur mal raus. Aber sonst können hier gerne alle dabei sein. Ich bin bei dir im Chat gebannt. Andere Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Dara, ich akzeptiere alle Menschen, wie sie sind. Ich bin kein Nazi, ich bin gebannt bei dir im Chat. Ja. Ja. Weil du, weißt du, was passiert ist? Ja, aber doch nicht, weil du ein Nazi bist. Alles klar, Mann. Ja. Sondern weil ich vor einer ganzen Weile mal über dich gesprochen habe und dir nichts Besseres eingefallen ist, als Beleidigungen welche in den Beleidigung? Chat zu schreiben. Was habe ich geschrieben? Weil du dich nicht zurückhalten kannst, was weil ich du so unsouverän bist. Was habe ich geschrieben für eine Beleidigung? Wer der andere Leute als Nazi gesorgt, rechtsextrem und sonst was beleidigt, der hält sich selbst natürlich nicht für unsouverän, weil Dara das mit Strategie, Dara macht das mit Grund. Also bei Dara, da hat nicht die Impulskontrolle ausgesetzt, das muss uns allen ganz klar sein, er macht das absichtlich. Er macht das wirklich, um den Diskurs zu radikalisieren. Er macht das, weil er den demokratischen Diskurs ablehnt, weil er bestimmte Leute einfach ausschließen will. Also uns alle hier. Also wir gehören ja laut ihm zum Nazi-Gesorgs. Lies sie doch vor. Das kannst du doch, das kannst du jetzt nachschauen schnell. Lies vor, was habe ich geschrieben? Mach ich jetzt nicht. So, Erwin, du weißt, was du geschrieben hast. Komm, tipp einfach meinen Namen. Nein, weiß ich leider nicht. Nein, ich kann nicht nachschauen, du schon. Spiel nicht dieses Spiel. So, und du konntest dich nicht zurückhalten. Du bist ausgerastet. Du hast wahrscheinlich deinen PC angeschrien. 100%. Und dann hast du in den Chat geschrieben und dann hat mein Mod dich einfach direkt gebannt, weil wir wissen ja, aber wie vorher habe ich mich nackt ausgezogen. Vergiss das nicht dazu zu sagen, das ist wichtig. Weitergeschrieben. Ich habe mich vorher nackt ausgezogen. Vergiss das nicht und bitte, weil sonst sehe ich schlechter. Alle Leute glaube ich dir sogar. Sehr gut, sehr gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert ist. Ja. So, um nochmal. So, kannst du dir vorstellen, warum ich trotzdem mit dir gequatscht habe heute? Es ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Obwohl dort die ganze linke Bubble ausgerastet ist und dort eine ganze Menge Menschen wahrscheinlich nie wieder mit ihm reden werden. Es ist mir egal. Ehrlich, ich schwör's dir, es ist mir egal. Ich sag's dir, Erwin. Ja, mach es, sag's mir halt. Mir ist es wirklich egal. Es interessiert mich ein Scheiß. Weil ich dich immer noch als Freund vermisse. Du vermisst mich als Freund? Ja, Erwin. Wir waren nie Freunde, wovon redest du? Das war ja auch dort. Das war ja auch in dem Gespräch. Ich vermisse dich als Freund. Aber solch Freund hat, der braucht keine Feinde mehr. Ja. Ah, herrlich. Wir haben uns ziemlich gut verstanden und waren befreundet. Entschuldigung. Und ich finde das so schade, was du tust. Und das finde ich so unglaublich traurig. Und das trifft mich extrem tief. Und das hat es schon die ganze Zeit. Und ich habe mich monatelang zurückgehalten mit der Kritik an dir, weil ich immer die Hoffnung hatte, irgendwie kriegst du noch die Kurve. Und weil ich eben nicht auf... Also Nazi-Gesorgs, rechtsextrem, antisemitische Verschwörungstheorien, das passiert, wenn Dara sich mit der Kritik zurückhält.
Nee, er meint ja monatelang. Also er hat bei der ganzen Hetzkampagne von Alerta und Co. nicht mitgemacht, das meint er jetzt wahrscheinlich. Also das ist für ihn schon eine Leistung, da nicht voll mit eingestimmt zu haben. Ja. Auf die einhacken wollte. Mhm. Okay. So, und deshalb habe ich heute gegen alle Widerstände trotzdem gesagt, ich werde mit dir reden. So, und Erwin, weißt du, wenn ich, was ich dir eben beschrieben habe, ich glaube da fest dran, dass eben das ein Riesenproblem ist, dass deine Community dich mit der Zeit finanziell unter Kontrolle haben wird. Und wenn du doch noch mal irgendwann, weil das geht nicht, dass du morgen irgendwie noch mal plötzlich merkst, das ist alles Mist, was du da machst, und du dich komplett 180 Grad drehst. Das wird nicht klappen, weil du wirst Angst davor haben, und das berechtigt, dass dir direkt erstmal finanzielle Einnahmen wegbrechen. Aber die Tür ist immer offen. Du kannst immer kommen, und das ist kein Betteln, das ist auch kein sein Gesicht. Du kannst immer kommen, nicht unserer Ideologie unterwerfen, die große Regenbogenflagge anbeten, dann ist alles wieder gut. Aber sonst, leider bist du dann rechtsextrem, Nazi, Antisemit, alles zusammen, Verschwörungsideologe, was noch nicht dazu gehört. Sowas Ähnliches hat ja Leitan auch gesagt, ne? Er hat ja, Leitan hat ja auch sowas Ähnliches gesagt, ja, Erwin, die, wenn du bereit bist, dich hier das und das vielleicht noch zu ändern, und auch die Leute bei dir, kommt alle her, ihr müsst euch halt nur unterwerfen, sozusagen. Ja, bekenne dich, Ketzer, dann kannst du auch wieder kommuniziert werden.